sie anzurufen, aber keine Antwort. Hab gehört, sie kriegt einen neuen Gesichtschip in der Klinik in Osaka. Nein, warte, Oslo. Das war's. Osaka oder Oslo? Was denn nun? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Okay. Hat Evelyn dir selbst gesagt, dass sie weggeht? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Hootman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wo finde ich diesen? Wo finde ich diesen Hootman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Okay. Hootman, wer ist das? Mr. Forrest, aber wir nennen ihn Hootman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest, was macht er? Er ist sowas wie ein Hausmeister, findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Ob dieser Hootman endlich etwas Licht in diese Scheißsituation bringt, träumen kann man ja. Die Schädelschwämme in den Puppen, die sollten die mal ersetzen. Okay. Da. Ab nach da. Öffnen wir es mal mit taktischen Möglichkeiten, ne? Bringen wir es hier. Ja, Katana, move. So, zack. Zack, 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 zack. So. Zack. Tiger Claws sind regelrechte Spanner. Beobachten ihre Puppen genau. Wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Mhm. Okay. Das zum Beispiel einer. So. Ablenkungsmanöver. Guck mal, da haben wir auch noch was. Muni sogar noch. So. Schauen wir mal. Wer bist du? Was willst du hier? Ich stell hier die Fragen. Nimm die Waffe runter und fang an zu reden. Reiß dich zusammen. Waffe runter, hab ich gesagt. Das kannst du aber sowas von vergessen.
Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Ist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. So. Einloggen. Benutzen. So, so läuft die Sache. 35. Kaputt. 2, 3, ich komme! Er hat sie an den Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. Okay. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Sorry, aber. Sehr? Ich muss ihnen ihre Waffen zurückgeben, auch wenn ich es lieber nicht hätte. Danke sehr. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Ja, alles gut. Gebiet feindlich. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Okay. Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Er hat andere Methoden. Personen, die beabsichtigen, dorthin umzuziehen, müssen zunächst einen Sponsor unter den Firmen finden, die Mitglieder der WCS sind. So, jetzt gucken wir mal kurz. Katana ist schon heftig geil, ne? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal keine Handfeuer, oder? Ich meine mal, ich will eine Sturmgewehr auf jeden Fall haben. Maschinenpistole könnt ihr vergessen. Maschinenpistolen verziehen mir zu sehr. So. Ne, Sturmgewehr, okay. Hm. 2, Dings Meter nehmen wir. So. Das zweite. Als zweites dachte ich mir eher den die Sniper wieder.
Sniper ist, glaube ich, da am witzigsten. Und als drittes nehmen wir dann noch das Katana, weil das Katana witzig ist von der Dings her. UCS arbeiten. Erst anschließend bringt die Aussicht auf ein dauerhaftes Wohnrecht, eine Heiratsgenehmigung und natürlich die Einkindserlaubnis. Im Norden Europas hat sich die humanitäre Krise weitergeschlagen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Ach, fuck! Was ist das? Die Funktion entdeckt. Nein, verdammt. Scheiße, was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Ob es sicher, ob ich über. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich habe mich gefragt, was du von mir willst. Du bist durchgeknallt. Ich habe schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Okay. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Ich soll für dich zum Terroristen werden? Zum Terroristen wollte mich noch keiner machen. Fühl mich fast geehrt. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Okay. Was? Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Netz unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, ich habe gesehen, was mit dir passiert ist. Hab die Erinnerung gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert, wo die Engramme gespeichert werden. Was hab ich denn bitte mit Mikoshi am Hut? Komm endlich zu Wort. Wenn du noch was zu sagen hast, dann sag's halt endlich. Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Wie willst du diesmal zerstören? Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Okay. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Okay. Ruf Judy an. Okay. Judy! Anruf. Hey, du rufst tatsächlich an. Hab's doch versprochen. Versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und?
Hast du was rausgefunden? Ich hab eine Spur. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo, weißt ich, du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie. Okay. Ach, warte mal, hier kann ich verkaufen, ne? Yo. Hier kann ich verkaufen. Kann ich alles verkaufen, was ich nicht ausgerüstet habe. Maschinenpistole, genau. Das. So, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 160, 147. Dann verkaufen wir dich. Dich. Du bleibst mal drin. So. Wait a minute. Das Ding, das Katana ist besser. Und vor allen Dingen, ich glaube, das sieht, wenn ich das richtig gesehen habe, sieht das auch aus, ein bisschen aus wie die von Genji aus Overwatch. So. Was haben wir da Schönes? Das ist alles eingedingst. Zack. Okay. Obwohl, die bringen nicht so viel, ne? Lassen wir dann lieber mal. Packs. Nimm einmal den. Den da. So, was haben wir hier? Überhitzen. Rennick Neustart, Kurzschluss. Behalten wir mal alles. Ja. Okay. Mal, so haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. So. Wir müssen. Ach, guck mal, das ist sogar hier um die Ecke. Da können wir sogar hinlaufen. Fan. Sorry, wenn ich dauernd hier ein bisschen, ne? Habe. Da können wir so hinlaufen. Vor allem? Ah ne, sieht nicht aus wie das von Genji. Der Ort hat was Besonderes. Wie wär's mit einem Quickie? Nochmal, sie drin begegnet der eine seiner Mutter. Sie hat unserer Familie erzählt, sie arbeitet in einem Hotel. Ara, Stekine. Was kannst du mir empfehlen? Ein Hotdog. Okay. Zack. Alles. Das sind Schnelligkeit. Du Arschloch! Diese gelobte Schwick Scheiße! Bleib sofort stehen! Was? Wer ist das? Ein Zivilist? Wo willst du denn hin mit deinem süßen Arsch? Ich hab was, das macht deinen Teil härter als deine Kindheit. Miau, Süßer, nicht so schnell, komm her. Nee, danke. Der hat dich gratis gechippt. Scheiße, echt? Sie, Standardausstattung, aber sie funktioniert. Als
Also wollte er echt kein Geld? Hey. Nada? Nicht mal ein Rat? Wie gesagt, er war fertig und meinte nur, bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Fingers. Okay. Hey, keinen Schritt näher. Wen willst du hier sehen? Ich keine suche Fingers. Ich suche einen Ripper-Doc, nennt sich Fingers. Wo finde ich den? Wer fragt? Und warum? Hab ein Problem mit einem Implantat. Du bist nicht von hier. Gibt genug andere Ripper-Docs in der Stadt, die dich fixen können. Fingers soll der Beste sein. Ja, der Beste für Nutten. Bist du eine Hure? Nein, aber du. Zumindest siehst du so aus. Jo, was hast du, Hurensohn, gesagt? Bist du lebensmüde, was? Ich sag's gern nochmal. Aber wozu? Die grauen Zellen in deinem trockenen Hirn sind eh schon überfordert. Entschuldige dich, du Arschloch! Ich entschuldige mich nur bei Leuten, die was wert sind. Und du bist Abschaum, ein Dreck wert. So redet niemand mit Lil Loco. Wuhu! So geht das! Mach sie fertig, Großer! Tja. Ich bin der dicke Samurai. So. Und weg damit. Dann ich nämlich noch eine Waffe. Sonst noch irgendwas. Ah, ich bin schnell. Also. Du mitleidiges und holdes Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht, wie wir mit blutigem Rot die Welt gefärbet. Blaue Butter? Was zum Teufel nehmen die? Blau. Muss ein Fabric Hall Derivat sein. Der Scheiß floss während des dritten Konzernkriegs durch alle Venen. 24 Stunden kein Schmerzgefühl und hinterher erinnerst du dich an nichts. Wer kann's ihn verübeln, hm? Alles in Ordnung? Nie im Leben schwimme ich. Ich hasse Wasser. Siehst du nicht, dass das allen egal ist? Fingers, weißt du, wo ich den finden kann? Wenn ich könnte, würde ich tauschen. Warum muss alles so verdammt konzipiert sein? Alles, was am Ende bleibt, sind ausgefranste Kabel und leere Flaschen. Also, nein. Klingt nach dem Paradies. Ja. Ich hab keinen Schiss vor deinem mickrigen Arsch. Machst du aber, wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Oh Gott. Das klingt doch nach Judy. Hab mal genug. Zahl mir deine Schulden zurück und du kannst dich in sonnigere Gefilde verpissen. Oder doch nicht, Judy. Und ob du das tust. Und Scheiß heißt in dem Fall um die Schwanze. Hoffentlich haben diese schwanzlosen Stopplutscher ihre Lektion gelernt. Okay. Wie? Hey. Ja, doch, Judy hier. Hallo? Stell dich gefälligst an. Hey, verdränge es nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Warum ist Überfall, er will in eine Weile bei den Mox, oder nicht?
Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Okay, hast du schon mit Fingers geredet? Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Setz dich und sprich mit den Joy-Toys, okay? Ja, Sexarbeit dann. Weißt du, wo ich Fingers finde? Der operiert gerade an jemandem. Ist schon Ewigkeiten drin. Müsste bald fertig sein. Ey, mach dir keine Hoffnung. Ich habe schon Stunden hier draußen gewartet. Besonders, wenn er sich gleich nach dem Eingriff bezahlen lässt. Okay. Meine Freundin hier, sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise? Klar, Süßer. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal, langsam. Der ging's doch eben noch gut. Hat ihren Stolz. Lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal los, komm, gehen wir. Mund auf. Wie sieht's jetzt aus? Alter, irgendwas stimmt nicht. Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnerven. Keine Sorge. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich glaube, wir können. Gehen irgendwann. Wir rein? Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Hast du eine Minute Zeit? Eine Minute? Das ist alles? In deinen hübschen Augen könnte ich mich stundenlang verlieren. Ach was, tagelang. Aber ich habe zu tun. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Nicht mal Nomaden würden deinen Schrott anfassen. War früher mit Nomaden unterwegs. Sparsame Leute. Die würden nichts wegwerfen, was nicht aufgebraucht, tot, irreparabel oder nicht mehr anderweitig einsetzbar wäre. Aber was du diesen Mädchen gibst, das würden nicht mal Nomaden anfassen. Ach bitte, jetzt übertreib mal nicht. Ich gebe ihnen, was ich kann. Was wollt ihr zwei? Okay. Du installierst Schmuggelware? Konzentration! Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Was wollt ihr zwei? Wir suchen Evelyn einfach einen Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Ich würde euch gerne die Klinik zeigen, aber... vielleicht später. Mhm. Natürlich. Ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Bitte, setzt euch auf... Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Sagt dir der Name? Forrest. Sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman.